Geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Euclid's Gaming TV. Ja, wir befinden uns jetzt heute wieder hier in Unturned. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Arma-Videos hochgeladen, damit wenigstens etwas auf meinem Kanal erscheint, während ich auf meinen neuen Monitor warte. Für diejenigen von euch, die das letzte Video von mir nicht gesehen haben, wir haben die 10.000 Kanalaufrufe erreicht, stehen jetzt kurz knapp vor 11.000 Kanalaufrufe. Wir befinden uns gerade in der Washington Map, die sich schon mehrmals auf meinem Kanal gewünscht wurde. Und da dachte ich mir doch jetzt einfach mal, wir probieren es einfach mal aus. Und ich hoffe, dass ich dieses Let's Play hier fertig bekomme. So, ich würde ganz gerne die Schneelandschaft-Map hier Let's Playen zur Dezemberzeit. So, falls dann bei uns in Deutschland sogar noch Schnee liegt, ist das doch das perfekte Feeling, oder nicht? Ja, jedenfalls, ich rede in mein neues Mikrofon rein. Jedes Video, was ich jetzt mache, wird natürlich noch länger dauern, weil ich halt jetzt kein. Man kann es ja einfach mal vergleichen. Vorher hatte ich halt immer laute Lufthohlgeräusche im Video und ja, ich habe es halt einfach mit dem Headset aufgenommen, 0815 halt. Jetzt ist mein neues Mikrofon da. Ich habe ein Bearbeitungsprogramm, womit ich die Stimme, das Rauschen, alles komplett bearbeite, was auch alles echt nochmal doppelt so lange dauert für ein Video. Und ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt das. Wir spielen das jetzt hier immer noch mit dem alten Monitor. Der neue Monitor, also Acer Predator, wird halt, schätze ich mal, so Anfang des nächsten Monats jetzt da sein. Und dann können wir auch alles in Full HD spielen mit bestmöglichster Grafik, schöne Farben und sowas alles. Ja, gucken wir uns doch einfach mal gerade hier an. Ja, wir haben nichts außer unser Farm-Kostüm, unser Farmer-Outfit. Und wir sind schon wieder schwarz. Jap. So, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben keine Map oder sonstiges. Wir sind komplett alleine hier in der Map auf uns gestellt, wie immer. Auf meinem Mikrofon befindet sich jetzt gerade der Windschutz und der Popschutz. Falls sich die Stimme irgendwie für euch ein bisschen komisch anhören sollte oder so, kann ich beim nächsten Mal, wenn ihr das möchtet, auch den Windschutz wegmachen. Dann ist die Stimme von mir noch ein ganz kleines bisschen klarer und nicht so, naja, ich sag mal ein bisschen gedämpft, so, wisst ihr? Naja, auf jeden Fall, ich bin mit dem Mikrofon auf jeden Fall mega zufrieden, sieht gut aus, nimmt nicht viel Platz weg, hat super gute Qualität, ist stabil und gut befestigt, verbaut alles. Und mit dem Bearbeitungsprogramm bin ich auch mega zufrieden. Ich nehme auf gerade mit Audacity und werde auch mit Audacity erstmal bearbeiten, bis ich bessere Sachen gefunden habe. Wobei ich schätze mal, mit Audacity kann man nichts falsch machen und ich denke mal, es gibt auch nicht wirklich was Besseres. Einfaches. So von daher. Ja, das war's auf jeden Fall. 10.000 Kanalaufrufe haben wir erreicht. Es geht weiter mit Unturned, das Washington Let's Play. Ich werde uns noch ein schönes Thumbnail bearbeiten. Da muss ich mir mal wieder ein bisschen Inspiration holen, weil das mit den Thumbnails, das habe ich noch nicht ganz so drauf. Es gibt ja viele YouTuber, die wirklich jedes Videobild sowas von crazy bearbeiten, nur damit die da wieder 50.000 Klicks drauf kriegen und so. Das muss ich noch ein bisschen rauskriegen, aber ich werde uns trotzdem ein schönes Thumbnail machen. So, was haben wir hier? Institute of Tomorrow. Scorpion 7. Das sieht mir doch echt. Okay, da hinten Scorpion 7. Da hinten sehe ich an dem Haus so ein Skorpionsymbol. Und wir haben hier Soldaten, glaube ich. Ja, Freunde, das Problem ist einfach nur, wir haben wenig Essen, wenig Trinken, keine Waffe und ich weiß, dass die Gegner nicht gerade leicht zu besiegen sind mit den puren blanken Fäusten. So, da haben wir auch nichts wirklich drinne. So, das Problem ist jetzt, da sind echt viele. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwas gegen anrichten können, wenn ich ehrlich bin. So, wir können es versuchen, aber ich glaube, dann sterbe ich. So, da hinten haben wir noch einen. Könnte probieren, ob wir uns den einen holen können und dann irgendwie hier looten können. Wie gesagt, also ich war hier noch nicht, ich kenne mich hier gar nicht großartig mit aus. Deswegen, lasse ich mich einfach mal überraschen mit der Map. Und warum haben die alle so eine komische Kleidung an? Ja, Freunde, und genau das meinte ich nämlich. Okay, wir haben Purification-Tabletten bekommen. Bringen die irgendwas? Naja, okay, ein ganz kleines bisschen Gesundheit haben die gebracht. Aber ansonsten, ihr seht, ohne Waffen kann man hier halt nicht viel machen. So, es ist übelst laut, wenn wir jetzt noch rumlaufen. Wir haben noch nichts geskillt.
Also ich glaube, hier kommen wir nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Ausdauer verbrauchen wir auch relativ schnell. Aber ja, Leute, wie gesagt, falls es euch auffällt, also es ruckelt nicht so. Die FPS gehen zwar vielleicht mal so für 5 bis 10 FPS runter, aber ansonsten läuft alles übelst flüssig mit dem neuen Aufnahmeprogramm. Mit dem neuen Mikrofon bin ich auch sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch vielleicht auch gefällt. So ist natürlich kein Mikrofon für 700 Euro, was Gronkh vielleicht benutzt zurzeit oder andere YouTuber, das ist natürlich klar. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen höher gekommen. Wir haben uns ein ganzes Level gestiegen. Sorry, mein Handy im Mikrofon. Ihr wisst Bescheid, dass jeder, der mich abonniert hat von Anfang an, kennt das. Mein Handy klingelt im Hintergrund ab und zu mal. Also ich kann da nichts gegen machen, ja. Ich könnte es auf lautlos stellen, aber nein, das ist mein Markenzeichen. Das klingelnde Windows Phone im Hintergrund ist mein scheiß Markenzeichen. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns definitiv ein Level gestiegen, Freunde. Die Grafik wird besser, wir haben ein vernünftiges Mikrofon, wir werden das richtig schön bearbeiten und so. Weil ich habe letztens ein paar YouTuber gesehen und die YouTuber haben zum Beispiel auch ein bisschen was auf ihrem Kanal erzählt. Zum Beispiel YouTuber mit 300 oder 400.000 Abonnenten, die sich auch gerne so Leute wie mich anschauen. Weil die sagen halt, es ist halt langweilig, immer den großen YouTubern zuzuschauen. Es ist immer das Gleiche, immer dasselbe. Die sind alle nicht mehr so, wie sie mal waren. So, zum Beispiel, jeder fängt mal klein an und später sitzt man dann da. Man macht nichts mehr außer das Video aufnehmen. Andere Leute bearbeiten das für jemanden. Andere Leute laden das für dich hoch. Du brauchst nichts mehr machen, außer dieses Spiel zu spielen. So, und das sind dann in meinen Augen halt einfach keine Let's Player. So, das sind für mich einfach nur, weiß ich nicht. Die haben das viel zu krass automatisiert und ich finde, man sollte selber das Video aufnehmen, bearbeiten, schneiden und hochladen und niemand anderem daran teilhaben lassen, so irgendwie. Naja. So Leute, jedenfalls sind wir jetzt hier gerade in so einer kleinen schönen Stadt angekommen, ja. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen, so. Ich will echt nicht drauf gehen. Wir dürfen keinem Zombie begegnen, sonst werden wir instant sterben. Also, da vorne sehe ich so eine Spitzhacke und eine Taschenlampe liegen. Wenn wir da irgendwie drankommen könnten. Aber das sieht zu stressig aus. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir gucken erstmal weiter. Ich weiß auch nicht genau, wie lange diese Folge jetzt hier geht, Leute. Vielleicht mache ich diese Folge für den Anfang erstmal ein kleines bisschen länger. Wie gesagt, das dauert ja jetzt auch alles ein bisschen länger mit dem Bearbeiten und so. Und ja, es wäre gut, wenn wir jetzt hier irgendwo rein können, wo kein Zombie ist, dass wir uns erstmal irgendeine Waffe holen können. Da vorne ist ein Waffenladen, der sieht leer aus. Das ist doch schon mal nice. Eine Pizzeria, da ist jemand drinne, wie immer. Und vor dem Waffenladen ist auch jemand drinne. Es steht sogar noch jemand in den Waffen. Leute, wie sollen wir das machen? Wir können jetzt keinen Zombie mehr mit der Nahkampfwaffe bzw. mit unserer Hand töten. Es sind sogar zwei Zombies im Waffenladen drin, Leute. Wollt ihr mich irgendwie auf den Arm nehmen oder was? Wie sollen wir das denn jetzt machen? Ja, bleibt mal alle schön locker. Keiner tut euch hier was. Alles cool, alles easy, squeezy, peasy, lemon squeezy. Ich überlege gerade, also eigentlich wäre es meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, wenn wir da vorne jetzt nochmal hingehen zu dem Haus, wo die Hake drinne liegt. Einfach durchlaufen, die Hake schnappen und versuchen, dass wir das damit irgendwie schaffen. Weil ich finde, eine Hake ist doch schon viel besser als dieses Nahkampftechnische hier. Und sorry, dass wir rumlaufen, aber wenn ich jetzt, also wenn, dass wir rumgehen, aber wenn ich jetzt rumlaufe, ich habe noch gar nichts geskillt und die hören mich hundertprozentig und greifen dann an und sowas. Da habe ich echt gerade keine Lust drauf. Und ja, Freunde, das nächste Ziel wird sein 20.000 Kanalaufrufe. Ja, die 11.000 haben wir, denke ich mal, in 2 Tagen erreicht, schätze ich mal. Und ja, das nächste Ziel sind auf jeden Fall 20.000 Kanalaufrufe und, wenn es geht, über 100 Abonnenten. Das sind die nächsten Ziele von mir. So, ich würde sagen, womit pickt man nochmal Sachen auf? Ich glaube mit F oder so, ne? Das war ja easy, Leute. Die haben gar nichts gemacht. Wie geil ist das denn? So, dann gehen wir mal kurz in die Innenansicht rein, dass ich die hier echt besser treffe. So. Sehr schön. Was haben wir hier denn Schönes?
Ein Ace-Clip, okay. Alles klar. Dann schauen wir doch mal hier weiter, ob wir hier noch irgendwas Nettes finden. Wir sollten echt aufpassen. Wir haben wenig HP. Die Gesundheit, das ist echt nicht mehr viel. Ein Tape nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kann man immer gut gebrauchen, denke ich mal. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Warum kommt denn da jetzt jemand, der so rennen kann? Oh, er hat uns nicht getroffen, Freunde. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich liebe die Hake. Die Hake ist echt eine gute Anfangswaffe. Vielleicht ist ein Küchenmesser oder ein, weiß ich nicht, ein Fleischerbeil irgendwie besser oder so, aber ey, ganz ehrlich, besser als die Fäuste. Weil mit den Fäusten kriegt man keinen Zombie auf dieser Schwierigkeit, die ich gerade spiele, tot. Das kriegt man einfach nicht hin. So, dann würde ich sagen, holen wir uns hier einen nach dem anderen erstmal raus. Erstmal in aller Ruhe ein paar Skills, erstmal ein paar Skillpunkte sammeln. Statt ein bisschen leer machen hier. Und gucken, dass wir schöne Sachen finden. Hoffentlich Essen und Gesundheit. Wobei, durch Essen regenerieren wir ja auch wieder ein bisschen Gesundheit. So, von daher denke ich mal. Oh, wie viel verträgt er? Drei Erfahrungspunkte. Okay, wir gehen direkt auf Skills. Wir gehen auf Pipapo, Pipapo. Wir nehmen das erste. So, machen wir ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Eine Taschenlampe können wir auch gut gebrauchen. Wenn es dunkel wird, dann sehen wir wenigstens erstmal was. Kleidung. Jetzt fängt es auch schon mal sehr gut an hier. Fernglas. Ist, glaube ich, erstmal egal. Wir ziehen uns das 100% Teil hier an. Und die restlichen Sachen machen wir gerade schnell kaputt. Und stellen uns ein bisschen Heilung her. So. Und wir haben 84% Gesundheit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen besser als vorher. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so Schönes finden. Wir haben einen Baseballschläger. Dann würde ich sagen, tauschen wir den nochmal direkt gegen die Hake. Die Hake kann weg. Oder? Was kriegen wir da raus? Ah, Scrap Metal nehmen wir einmal mit. Warum nicht? Guten Morgen. Nackenklatscher. Okay, der Baseballschläger gefällt mir jetzt schon. Der ist cool. Der macht Spaß. Ja, Leute. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie lange wir schon aufnehmen. Weil bei dem Aufnahmeprogramm, was ich jetzt habe, sehe ich das halt gar nicht. Vorher konnte ich es wenigstens sehen, auch wenn das Aufnahmeprogramm schlecht war. Schlecht wie sonst was. Aber jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Deswegen, vom Gefühl her, wir gucken jetzt hier nochmal gerade in das Häuschen rein. Oh, was kommt hier denn raus? Was ist das für ein Haus, frage ich mich. Wer oder was hat uns jetzt gehört? Was kommt jetzt? Hallo? Oh, so eine lahme Krücke, guckt's euch an. Was willst du denn? Jo, der Baseballschläger ist richtig nice. Kann man gut mit agieren. Der hat gute Reichweite. Hier haben wir direkt ein Auto vor der Tür schon mal. Einen schönen schwarzen Van. A-Team-Wagen für uns. Direkt vorbereitet. Geil. Der Laden ist voll mit Essen, Leute. Oh, bitte lasst da wenigstens zwei Sachen von gut sein, ey. Und tschüss. So, bottled Kokosnusswasser. Oh, das ist auch neu. Das habe ich auch noch nie gefunden. Kokosnusswasser. Ich würde sagen, wir
Ja, okay, die Sachen, die zu krass abgelaufen sind, lassen wir einfach liegen. Können wir nicht trinken. Das können wir nehmen, das können wir nehmen. Haben wir hier noch irgendwas? Chips sind auch okay. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas im Hals. Es hört sich schrecklich an, ne? Oder? 42% ist auch nicht mehr so wirklich toll. Naja, egal, dann konsumieren wir gerade schon mal eine Kleinigkeit. Und zwar als erstes die Chips, würde ich sagen. Als nächstes trinken wir eine Dose Cola. Als nächstes gönnen wir uns eine Dose Speck-I. Eine Dose Speck, oh mein Gott. Ja, Kokosnusswasser können wir droppen, das ist viel zu schlecht. Trinken können wir noch eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Hat sich auch nicht wirklich krass gelohnt. Ja, wir haben noch eine Soda dabei, das heißt, trinken eine Kleinigkeit haben wir noch auf jeden Fall. So, ich glaube, in dem Haus waren wir komplett drinne. Dann haben wir hier noch eine Apotheke. Wir haben ein Fastfood-Restaurant. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Am Ende der ersten Folge angelangt. Wir haben Kleidung, ein bisschen HP, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und wir haben Baseballschläger. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Leute, ich würde sagen, hat euch die Folge gefallen und ihr möchtet mehr hiervon sehen, dann schön liken. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche, dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei sein werdet. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich hoffe, die Mikrofonqualität und die Bildqualität gefällt euch. Allerdings wird die Bildqualität in 3 Wochen um fünfmal das, also fünffach so gut oder zehnmal so gut, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass geil aussehen dann. Ich würde sagen, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich bin raus, macht's gut. Peace.